werden all die Qualifying-Sitzungen bzw. die Rennen der ADAC GT Masters, der ADAC TCR Germany, der ADAC GT4 und wenn sie dann mit dabei sind, auch der ADAC Formel 4 live übertragen. Hattest du Qualifying erwähnt? Dass wir jetzt Qualifying machen? Ja, dass das Qualifying dann auch im Stream übertragen wird. Beim ADAC GT Masters? Ich habe dir nicht zugehört. Ja, dann vielen herzlichen Dank, auf Wiedersehen. Nein, hatte ich gesagt, und entsprechend, ja gut, ist noch nicht deine Zeit, ne? Nee, aber ich habe ja noch einen halben Kaffee. Na gut, dann mache ich mal weiter, weil ich habe den Kaffee jetzt auf. Hört mir einfach nicht zu, das ist nicht zu fassen. Ja, wir gehen Wer hat eigentlich vorhin gesagt, dass wir beiden wie die Muppets Show sind? Wie die zwei aus der Muppets Show? Das war die Conny Hufstadt. Ja, ich habe es mir gedacht. Zweites Qualifying. Die Karten werden neu gemischt. Genau, gemischt und das auch sogar nach außen hingetragen. Denn, weil? Ja, warum wohl? Herzlich willkommen im World Wide Web, liebe Motorsportfreunde. Wir haben gerade die Info bekommen. Wir sind also mittendrin aufgeschaltet. Für euch vielleicht jetzt am Stream nochmal ganz kurz erklärt, warum wir jetzt dann schon drauf waren. Wir hatten eben halt einen Geburtstagsgruß noch auszurichten und das haben wir jetzt im Vorfeld gemacht. Deswegen waren wir schon quasi mitten in der Moderation. Nicht erschrecken, warum wir einfach schon früher angefangen haben. Aber wir haben jetzt dankenswerterweise die Info bekommen. Stream läuft und damit herzlich willkommen. Und zwar überall, an der Strecke, im World Wide Web und so weiter. Und wir haben das zweite Qualifying ADAC GT Masters. Jetzt hole ich die Karten nochmal aus dem Täschchen. Die Karten werden im Moment neu gemischt, neu ausgeteilt. Und dann liegt es an Fahrer Nummer 2, den nennen wir jetzt einfach mal so, heute für eine möglichst perfekte Ausgangsposition zu sorgen. Wir sehen hier zum Beispiel gerade eben einen der GRT Grasser Lamborghini. Ein Helm auf dem Auto, keiner im Auto, aber das Training, es läuft schon seit gut 20 Sekunden. War ja gestern tatsächlich anders. Ne? Gestern sind wirklich ein paar sofort rausgefahren oder in den ersten 1-2 Minuten. Und wir haben auch tatsächlich dann relativ früh sehr starke Zeiten gesehen. Ja. Gut, die wurde dann letztendlich von Marvin Dienst, ja, einen jungen Mann, den du vor allen Dingen kennst, ne? Dein erster Meister in der ADAC Formel 4. Und Marvin Dienst hat dann für das DLV Schütz Motorsport Team eine Pole Position herausgefahren. Das war dann so definitiv eher in den letzten 10 Minuten. Er hat diese Zeit dann noch einmal getoppt. Die wurde ihm aber, glaube ich, gestrichen. Die allerletzte Zeit wurde ihm gestrichen. Aber beide Zeiten, die er gefahren hat, waren gut genug, um letztendlich den DLV Schütz Motorsport Mercedes in die Pole Position zu fahren. Tja, und wir haben gestern, das war eigentlich eine ganz nette Begegnung, als uns der Christian Schütz im Fahrerlager zu etwas späterer Stunde, es war aber noch hell. Es war noch hell. Und da kam er uns entgegen, wunderschön. Es war kurz vor 6. Ja, klar. Aber trotzdem, er hatte ein Kaltgetränk in der Hand. Das sah aus wie Cola. Aber ich habe mir gedacht, wenn da Eis drin schwimmt, dann war das vielleicht nicht nur Cola. Eine kalte Cola. Ja, eine sehr kalte Cola. Und er hatte aber auch allen Grund zum Feiern, weil am Ende des Tages war es ein souveräner Sieg, den sie eingefahren haben mit Marvin Dienst und Philipp Frommwieler. Und ja, ihm war wirklich die Freude und die Rührung, und vielleicht auch ein Stück weit die Überraschung, ob diesen Sieges wirklich ins Gesicht und in die Augen geträufelt. Es war ja nicht sein erster mit der Mannschaft, also mit Schütz Motorsport. Da gab es ja noch die Porsche-Zeit mit der Biene Maya, die da unterwegs war. Und das war natürlich schon eine relativ große Nummer. 7 Siege hatte er bis dato im ADAC GT Masters. Gestern kam dann der 8. Sieg hinzu. Aber so einer, wenn du da mit einem solchen Auto unterwegs bist, mit so einer neuen Mannschaft, dann ist sowas natürlich nochmal wie ein Premier. Und ich hatte wirklich den Eindruck, nicht damit gerechnet hat. Hoffen tust du natürlich im ADAC GT Masters berechtigterweise immer, weil alles passieren kann und das macht sie aus. Deswegen haben wir auch mittlerweile aufgehört zu tippen. Mhm. Gott sei Dank. Sonst wären wir wahrscheinlich irgendwann mal an der ersten Pforte schon abgewiesen worden mit unseren Tippspielen nach dem Motto, was wollt ihr denn hier? Keine Ahnung. Nein, wir waren ja auch hin und wieder mal relativ gut gelegen. Ne? Echt? Also ja, wie du jetzt zum Beispiel am Freitag hast du gesagt, das ist Audiland hier. Genau, ich habe da voll ins Schwarze getroffen, ja. Wir werden sehen, wie sich das Qualifying entwickelt. Wie gesagt, komplett neue Situation. Neuer Tag, dieselben Autos, aber neue Fahrer und zum Teil vielleicht auch dann minimal geändertes Setup, weil das war übrigens auch noch eine Geschichte gestern, die uns Christian Schütz erzählt hat. Wir haben ja gemutmaßt, wir können das noch alles erzählen, weil wir momentan auf der Strecke wirklich keine Action haben und der MRS GT Racing BMW hier macht auch alles andere als Action im Moment, fährt gerade noch die Bremsen warm.
Wir haben ja gemutmaßt, dass man den Marvin Dienst eventuell aus dem GT4-Projekt rausgenommen hat, damit er sich voll und ganz auf GT3, auf die GT Masters konzentrieren kann. Und im Endeffekt war es ja ein Stück weit schon, er hat gesagt, das ist bestimmt kein Nachteil, aber eigentlich war es andersrum. Jetzt kommen wir ganz kurz zur ADAC GT4 Germany, denn da fährt Marvin Dienst ja mit Markus Suabo, den Schütz Mercedes. Eigentlich. Nicht an diesem Wochenende, da ist Alex Stefanov mit dabei. Die Markus Suabo und Stefanov kennen sich aus dem Porsche Sports Cup, wo der Christian Schütz mit seiner Truppe auch sehr, sehr aktiv ist. Und dann hat man gesagt, nein, es ging eigentlich darum, um Druck vom Kessel des Markus Suabo zu nehmen, weil er immer vom Marvin Dienst so einen Pfund vorgelegt bekommt. Und es war immer so ein Balanceakt, weil ein Profi ein anderes Setup fährt als ein Gentleman-Driver. Und somit hat man gesagt, jetzt Alex Stefanov, du wolltest doch eh mal fahren, das machen wir, das probieren wir jetzt mal hier. Und dann bekommt auch der Markus Suabo ein bisschen mehr Ruhe in die Vorbereitung und hat nicht diesen Riesendruck, da die Zeit eines Profis eventuell auch nur ansatzweise erreichen zu wollen, weil Sportsleute sind es alles, Racer sind es alles, und wenn du dann einfach einen Rückstand hast auf den Teamkollegen, dann ist das nicht so optimal. Und dementsprechend ist halt genau dieser Wechsel halt an diesem Wochenende vollzogen worden. Wir werden dann ja nach dem Qualifying des ADAC GT Masters auch das Qualifying der ADAC GT4 Germany hier auf der Strecke vor uns haben. Das dann allerdings nicht zu euch nach Hause transportiert wird ins World Wide Web, sondern da bleiben wir hier auf der Strecke. Dafür werden aber alle Rennen gleich übertragen, nacheinander weg. Da kann man sich also einen ganz gemütlichen Motorsporttag heute gönnen. An der einen oder anderen Stelle des Landes ist es heute auch nicht so sonnig und doch schon ein bisschen warm. Also ich meine, wir haben 10 Grad, das ist jetzt nicht die Überwärme hier. Ist ja auch noch sehr früh. Genau, aber es gibt Stellen in Deutschland, die sind deutlich kühler und deutlich nasser. Ja, zum Beispiel im Ostallgäu, ich habe mit zu Hause telefoniert gestern, also die haben nichts von Sonne gewusst, als ich gesagt habe, wir hatten einen richtig schönen Tag. Zum einen, weil ADAC GT Masters, zum anderen, weil Sachsenring und zum dritten, weil schönes Wetter. Ja, und also, noch spannender Sport. Und noch super spannender Sport, genau. Tabelle. Wir haben ja davon gesprochen, dass wir gestern im Prinzip den Halbzeitmeister küren und ehren wollten, und dann hatten wir ganz klar vor Augen, da wird einer mit ein paar Punkten Vorsprung dann in Führung liegen. Ja, Pustekuchen. Wir haben mit Maro Engel und Luca Stolz die Wieder-Tabellenführer, waren das ja schon nach den ersten 4 Rennen mit Talksport Mercedes, das neue Team, das im vergangenen Jahr ja schon 2 Gaststarts hatte und da schon sehr beeindruckend performt hat. Sie haben 97 Zähler, und nach dem Rennen gestern hatten auf einmal dann die amtierenden Meister, die als Tabellenführer angereist sind, nämlich Kelvin van der Linde und Patrick Niederhauser für Rotronic Racing, auch 97 Zähler. Jetzt hat aber Talksport einmal mehr in diesem Jahr nicht einmal mehr gewonnen, sondern sie haben die besseren Einzelergebnisse. Gewonnen haben sie beide einmal. Genau, also es zählt bei Punktgleichheit ja die bessere Platzierung. Bei besserer Platzierungsgleichheit zählt die Anzahl der besseren Platzierungen. Genau. Und da ist schlicht und ergreifend der Talksport Mercedes einen Hauch vorne. Der Audi von Rotronic dann gleiche Punktzahl auf Platz 2. Ja, und dann mit nur 3 Zählern Rückstand. Michael Ammermüller und Christian Engelhardt ebenfalls im neuen Team SSR Performance, das Team aus München, das den Porsche 911 GT3 R einsetzt, auf der 3. Position. Und dann folgen aber auch schon die Meister aus dem Jahr 2018, nämlich der Precode Herbert Motorsport Porsche, gestern auf Platz 2 gefahren mit Robert Renauer und Sven Müller mit 89 Zählern. Also da liegt man innerhalb von nur 7 Punkten auf diesen 4 Positionen. Tja, aber auch der Abstand von einem Christopher Haase, Max Hofer im Montablast bei Land Audi mit 57 Zählern, und dann bleibt es dahinter wahnsinnig eng. Alles noch aufholbar. Es hört sich jetzt viel an, wenn es um 40 Punkte geht. Das wäre ja im Prinzip bei Christopher Haase und Max Hofer der Fall, 57 zu 97. Aber man stelle sich vor, vorne wird mal nicht gepunktet und hinten holen jetzt Haase und Hofer beispielsweise einen Sieg, dann sind schon 25 von den 40 Punkten abgeknabbert und dann wird es schon wieder richtig eng. Ja, das Thema mit dem mal nicht punkten. Ich glaube, das einzige Team, was in diesem Jahr tatsächlich immer gepunktet hat, also immer in den Top 15 war, das heißt ja nicht um immer ankommen, sondern immer in den Top 15 war, das ist tatsächlich das amtierende Meisterauto. Und genau so mit einer unfassbar kontinuierlich gleich starken Leistung über das ganze Jahr sind sie auch letztes Jahr verdient Meister geworden. Absolut. Die ersten Rundenzeiten liegen jetzt so langsam aber sicher vor, die aber, finde ich persönlich, jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig sind. Wir haben Stefan Mücke gerade im Bild eingefangen
und haben gesehen, dass der sich erstmal um die zweite Position gefahren hat. Mit 1:20.1 ist er aber noch 0,8 Sekunden von Raffaele Marcello weg, 1:19.3. Und auch damit sind wir relativ weit entfernt noch von der bisherigen oder von einer möglichen Bestzeit, die hier gefahren wird. Also hier wird man wohl tendenziell eher noch die ein oder anderen Zehntelsekunden finden. Also mit dieser 1:19.3 wärst du gestern auf in Reihe 6 gestanden, ungefähr. Ja. Die Bestzeit gestern von Marvin Dienst war tatsächlich eine 1:18.848, um das mal als Referenzzeit zu nehmen, weil prinzipiell die äußeren Voraussetzungen, jetzt mal auf den ersten Blick, Sonnenschein, trockene Strecke, ähnliche Temperaturen, ist ja ganz, ganz wichtig, was den Sauerstoffgehalt in der Luft angeht. Wenn es hier wirklich um Tausendstel Sekunden geht, dann hat das schon einen wichtigen Stellenwert in der Rundenzeit, ob du jetzt volle Leistung bekommst durch die noch relativ kühlen Temperaturen oder ob du bei 35 Grad im Schatten unterwegs bist. Da hat das Auto schlicht und ergreifend etwas weniger Leistung. Und bei Hundertstel merkst du das einfach. Was du nicht merkst, ist das Zusatzgewicht. Das merkst du aus einem ganz bestimmten Grund nicht, genau. Hast du gestern Abend zu viel gegessen, dann merkst du es schon. Ansonsten im Qualifying nicht, weil eben halt diese Zusatzgewichte für Platzierungen im Zeittraining nicht zum Tragen kommen. Raffaele Marcello hat jetzt die 1:18.899 erreicht und damit ist er dann von dem Zeitenvergleich zu gestern sehr, sehr nah dran. Noch nicht, ich glaube, das war noch nicht die Pole-Zeit. Nee, Pole war es noch nicht. Ich schaue gerade, 1:18.899, das wäre jetzt gestern gewesen, Platz 3. Aber wir nähern uns. Und wir waren übrigens in den ersten drei Positionen gestern auch unfassbar nah beieinander. Mhm. Es waren übrigens gestern 23 Autos in einer Sekunde. Mhm. Ja? Und dann kommt wieder das Maxi Götzsche Beispiel. Ne? Das finde ich so, wie soll ich sagen? Plakativ. Das bringt jetzt diese Bilder einfach in den Kopf. 23 Autos in einer Sekunde. Mach die Augen zu und zähle 0, 1, Augen auf. Und in dem Moment sind 23 Fahrzeuge an dir vorbeigefahren. Aber genau nicht irgendwelche Fahrzeuge, sondern einfach GT3-Boliden. Richtig. Ja. Den Sound, der dann bei 23 Autos innerhalb einer Sekunde an dir vorbeifliegen. Wahrscheinlich kriegst du die Augen gar nicht auf. Ja, oder ein Hörsturz. Ja, definitiv. So ist das wirklich ganz plakativ und sehr, sehr einfach dargestellt. Aber so ist es halt, ne? Wo man einfach sagt, geht ja gar nicht. Toller Drift übrigens gerade, ne? Richtig stark. Ja, war das die Callaway Competition Corvette? Nee, das war, glaube ich, Simona Silvestro, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Im Küsteam 75 Bernhard Porsche. Die sich übrigens erstmal vorläufig an die zweite Position gefahren hat. Mit 1:20 auf den Punkt. 1:20.000. Simona de Silvestro. Eine von zwei Fahrerinnen. Die zweite Fahrerin, die sehen wir jetzt momentan im Bild eingeblendet, das ist Rahel Frey. Übrigens beide Mädels aus der Schweiz. Rahel Frey, aber schon deutlich, deutlich länger mit Bestandteil des ADAC GT Masters Feldes. Hat ja auch schon, liebe Grüße an Uwe Geipel, genau mit diesem Jaco Racing Team im Audi auch schon Siege eingefahren. Ja? Mhm. Und entsprechend Podium auch schon mehrfach gestanden. Also von daher weiß sie, wie man gewinnt, aber im Moment ist sie im Aust-Audi, das hat man auch gestern gesehen, sag ich mal, hier auf dem Sachsenring nicht perfekt durchorganisiert und durchsortiert. Leider nicht, was offensichtlich ja für die Audi zumindest am gestrigen Samstag mal generell so ein bisschen galt. Schnellster Audi war der 8. Platz im Qualifying gestern von Kelvin van der Linde und Patrick Niederhauser. Gut, das war im Rennen dann ein kleines bisschen angenehmer. Da Platz 7. Genau, war ein kleines bisschen angenehmer, einen Platz. Aber wie gesagt, Audi hat offensichtlich doch an diesem Wochenende hier auf dem Sachsenring etwas Schwierigkeiten. Rahel Frey ist aber übrigens, das wollte ich vielleicht noch kurz aufgreifen, zwar jetzt eine von zwei Damen im Feld und auch Sieg erfahren, aber nicht die einzige Dame, die im ADAC GT Masters gewinnen konnte bisher. Nein, da gibt es eine, wir haben noch eine dritte Dame übrigens, eine Carrie Schreiner. Oh, ja, natürlich. Ja, klar haben wir eine dritte. Die ist jetzt auch Sieg erfahren. Ne? Auch Sieg erfahren, ja. Also, und wen haben wir noch? Claudia Hürtgen. Claudia Hürtgen, genau. Die ist übrigens auch am Wochenende hier. Mhm. Haben Sie gestern auch mehrfach gehört. Und zwar im ADAC GT4 Germany Feld sitzt sie dort ja fast schon erwartungsgemäß im BMW. Letztes Jahr auch schon. Also sie ist von Anbeginn an mit dabei in einem Hoffer Racing bei Bonk Motorsport BMW. Also haben wir die siegerfahrenen Damen des ADAC GT Masters auch an diesem Wochenende alle hier. Tja, und dann heißt es für die Simona de Silvestro einfach Gas geben. Podium. Und nachlegen. Ja, genau. Ja. Klingt ganz einfach. Ist es auch. Wir sind jetzt mit Christian Engelhardt derzeit unterwegs im SSR Porsche.
eingeblendet. Das neongelbe Fahrzeug, schwarz abgesetzt. Ein Farbtupfer, den man im Feld wiedererkennt. Definitiv. Ähnlich wie diesen Farbtupfer, den Talksport-Blauen. Ja. Wie hattest du gestern gesagt? Babyblau? Also ich hätte es als Babyblau bezeichnet. Okay, wir haben uns auf Talksport-Blau geeinigt. Das Auto, das übrigens im vergangenen Jahr bei seinen beiden Gaststarts in den ganz typischen Mercedes Formel 1 Farben, nicht von diesem Jahr, sondern von den Jahren zuvor, dieses Silber und dieses Petronas, was ist das? Petrol-Farben, ja. Cyan. Genau, wie auch immer. Da waren sie unterwegs. Jetzt sind wir wieder beim SSR Performance Porsche. Dahinter kommt einer der Schubert BMWs. Und jetzt schauen wir mal, was für eine Zeit der Christian Engelhardt in dieser Runde mitbringt. 1.19.4 hatte er schon. 1.19.3 steht jetzt auf dem Tableau. Damit Platz 2. Bestzeit in Sektor 1. Aber auch hier bin ich mir relativ sicher, du dir wahrscheinlich auch, da wird noch einiges passieren. Ja, da wird noch einiges kommen. Unter anderem auch wahrscheinlich hier von Maro Engel. Da schauen wir mal auf die Zwischenzeit. Ich habe einen ganz anderen Bildschirm bei mir eingestellt, dummerweise. Hätte ich mir fürs Qualifying vorhin auch überlegen sollen, den nochmal umzuschalten. Eine 40.8 gab es bisher als Bestzeit. Jetzt eine 40.9 für Engel in Sektor 1. 17.1 in Sektor 2. Also ich würde mal sagen, das geht tendenziell in Richtung 1.18.8, 1.18.9. Das wird Rang 2. Ich lege mich jetzt einfach mal fest, obwohl der dritte Sektor ja Mercedes-Land ist. Trotzdem 1.18.6, damit ist es Rang 1, okay. Nehmen wir die 1.18.8, die wir voravisiert hatten, erstmal wieder weg. Dann muss der aber tatsächlich im Mercedes-Land-Sektor in Sektor 3 aber dermaßen einen rausgehauen haben. Hat er. Ja, definitiv. Aber der Vorsprung, auch die Zeit an sich im Vergleich zu gestern, ja, ist ja natürlich mit 1.18.6.9.4 sind wir 2 Zehntel schneller, knapp 2 Zehntel schneller als gestern. Und die ersten beiden Sektoren haben wirklich nicht darauf schließen lassen, dass es dann so eine Bombenzeit wird. Naja, aber gut, egal, also warum auch immer. Ihm fehlten in den beiden Sektoren zusammen 2 Zehntel. Und die holst du halt im dritten Sektor offensichtlich dann doch aber auf. Aber mit 5 Zehntel. Wenn du die, ja, wenn ja, die genau. Erst, ja, Hammer. Genau. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Maro Engel hat wieder ganz früh eine Zeit gelegt. Und da lege ich mich jetzt feste, das ist eine Zeit, an dem wird sich jetzt der Rest des Feldes erstmal die Zähne dran ausbeißen. Da bin ich mir sehr sicher, weil es wieder dieser frühe Zeitpunkt ist, in dem Maro Engel die Zeit gesetzt hat, wie schon am Lausitzring, wie schon bei diversen Qualifying-Sessions, immer wieder früh raus und dann Zeit gesetzt und es hat gepasst. Wahrscheinlich, wir müssen mal runter in die Boxengasse schauen. Wahrscheinlich steigt der ein oder andere Fahrer jetzt aus, Kopfschütteln und sagt, okay, da brauche ich gar nicht mehr rausfahren. Schaffen wir nicht. Aber es ist natürlich, geht darum vor allen Dingen, während Maro Engel, du sagtest es gerade im Talksport, Mercedes jetzt noch einmal vorbeikommt. Das wird eine Achtung. 1.18.4, sage mal, was hat denn der gefrühstückt? Unfassbar. 1.18.4 für Maro Engel. Jetzt steigen die restlichen Fahrer aus aus den Autos, die in der Boxengasse gestanden sind. Nein, aber du brauchst natürlich immer, und das ist ja auch kein Geheimnis im ADAC GT Masters, ist jedes Plätzchen, was du weiter vorne stehst, gut, was du weiter hinter stehst, schlecht, weil es ist einfach bei einem Feld, bei dem sich zwischen 20 und 30 Autos in einer Sekunde bewegen, unfassbar schwer zu überholen. Wir sind bei den Polesettern jetzt gerade bildlich dabei von gestern. Marvin Dienst, jetzt sitzt Philipp Frommenwieler im Fahrzeug mit der Startnummer 36, der Schütz Mercedes, in Rot gehalten in diesem Jahr. Ich wollte nochmal auf das Talksportblau zurückkommen. Sagt dir der Name Jürgen Barth noch etwas? Ehemaliger Le Mans-Pilot. Porsche-Rennleiter, natürlich. Ja, genau. Und der war ja auch in der Anfangsphase des ADAC GT Masters seitens der SRO und seitens des ADAC ganz, ganz tief in der Organisation mit drin. Der ist ADAC GT Masters. Jürgen Barth hat mich 13 Jahre lang als Rennleiter im Porsche Sports Cup begleitet. Oder andersrum, vielleicht ist es besser, wenn ich sage, ich ihn. Und dann war es in der Anfangsphase, ich glaube 2008 muss es gewesen sein, als ein Jürgen Barth sich auch selber noch ans Steuer gesetzt hat im ADAC GT Masters. Und du glaubst gar nicht, was der für einen Fahreranzug anhatte. Lass mich raten. Babyblau? Talksportblau? Schick. Es, wirklich, also es war ein Traum. Es war ein Traum. Dieser Anzug, der hat es wirklich in sich gehabt. So, Philipp Frommenwieler ist unterwegs, fliegt quasi gerade über den Hubbel. Damit sind wir beim Thema von gestern. Ja, wir waren uns nicht ganz einig. Heißt es Hubbel oder Knubbel? Nee, oder Kuppe. Kuppe. Wir haben uns dann auf Kuppe geeinigt. Über diese Kuppe ist er gerade drüber und bringt in dem Moment zwei persönliche Bestzeiten mit. Aber ja. Keine Kunst, weil die Bestzeit, die er vorher hatte, war, hätte nicht mal gereicht, in irgendeiner anderen Rennserie entsprechend anzugasen und auch im zweiten Sektor, also so richtig ernst macht er momentan noch nicht. Also bei 4 Sekunden Rückstand allein in Sektor 2 ist das jetzt noch nicht das Ende von der Fahnenstange. Aber er hat sich immerhin verbessert. Super. Mit der Zeit von 1.31 bist du 13 Sekunden hinter der Spitze zurück und hast trotzdem noch Rang 9. Aber auch das ist nicht unbedingt
die Messlatte. Rang 5 hat jetzt Sebastian Morris, der neue Pilot im Bentley Continental von T3HRT Motorsport, herausgefahren. 1:19.609 hat er in seiner richtig ernstzunehmenden schnellen Runde mitgebracht. Und ich glaube, die richtig schnelle, ernstzunehmende Runde von Philipp Frommwiller, wenn bis dato nichts irgendwie dazwischen kommt, kommt jetzt. Schauen wir dann gleich mal auf den ersten Sektor. Wir haben dort von Christian Engelhardt die Referenzzeit 40,8. Philipp Frommwiller mit 42,6 auch wieder jenseits von Gut und Böse. Jenseits von Gut und Böse, was die Streckenbreite angeht, war jetzt unterwegs die Startnummer 9. Das Auto von Schubert Motorsport mit Adrian Reed und Joel Eriksson am Steuer. Der war jetzt gerade eben ein bisschen weit draußen, aber trotzdem nicht weit genug draußen, um nicht mindestens eine 1:19.645 mitzubringen. Im BMW Platz 6 momentan. Aber wir haben bis dato auch nur 9 Fahrzeuge. Ich nenne Philipp Frommwiller einfach mal raus, weil 1:31.4 ist ja, kannst du vergessen. Wir haben 8 Fahrzeuge bis zu Rahel Frey, die zumindest ansatzweise mal um eine zügige Zeit sich bemüht hatten. Auch die nächste Zeit von Philipp Frommwiller mit 1:22 nochmal deutlich schneller, aber immer noch ganz weit weg von der Musik. Alle anderen waren zwar schon mal draußen, so eine Inspektionsfahrt, mal rausgeguckt, wie viele Fans da sind, ob die Strecke noch so läuft, wie sie gestern war, ob die Reifen sich drehen und dann wird erstmal angegast, dann ja, im letzten Drittel und das beginnt gleich. Das beginnt gleich. Wir haben also ähnliche Voraussetzungen, wie wir sie bei den letzten Qualifying-Sessions auch schon hatten. Da war gestern so ein bisschen die ganz große Ausnahme, dass man sich da gestern früh schon auf den Weg gemacht hat mit dem Beginn quasi des Qualifyings, dass sich das Ganze ein bisschen entzerrt hat. Heute werden wir also ein bisschen Stau wieder kriegen. Die letzten 10 Minuten brechen nämlich jetzt an und jetzt heißt es für fast drei Viertel des Feldes nachzulegen und auf Zeiten zu kommen. Also jetzt geht das große Hauen und Stechen da draußen los. Das ist jetzt wie zur besten Zeit am Stachus. Stachus oder am Kölner Autobahnring. Wir wussten gerade nicht, wie die Hauptstraße in Chemnitz heißt. Da gibt's zu. Da bin ich raus aus der Nummer. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, aber da kommt Philipp Frommwiller auch nicht auf einer Top-Zeitniveau in dieser Runde unterwegs, aber hat schon, eben schon Verkehr. Gut, schon gut. Der Lamborghini vor ihm, das reicht Auto. Für Rang 8. 7. Sehr gut, aber 1,20 ist sicherlich nicht das, was man vorher sich als Ziel gesetzt hat. Nein. Das ist jetzt im Prinzip die dritte Runde hintereinander, die Philipp Frommwiller so von Runde zu Runde schneller wird. Ihm fehlen da jetzt mit der 1,20,0 im Prinzip noch 1,5 Sekunden. Also wenn er noch 2 Runden weiterfährt, dann hat er Pole Position. Also mit dem gleichen Erfolg sich jeweils zu verbessern. Jeffrey Schmidt sehen wir in diesem Jahr... Wieder einmal ein bisschen leidgeplagten Callaway Competition Corvette. Man würde ihnen so viel Gutes wünschen, auch im 25. Jubiläumsjahr der Callaway Competition Corvette. Sicherlich das Team und das Auto, wenn man das jetzt so Team und Auto, ein Team, ein Auto betrachtet, das das erfolgreichste sein dürfte, was die Siege angeht im ADAC GT Mastersfeld. Aber in diesem Jahr läuft es tatsächlich für den Dampfhammer aus den Vereinigten Staaten nicht rund. Ich bin davon überzeugt, Rhys Callaway würde wahrscheinlich, wenn er denn hier wäre, ich meine, er ist ja immer wieder mal zwischendurch dann auch vor Ort, aber würde da sicherlich dann auch gerne das Fahrzeug ein bisschen weiter vorne für sich sehen, aus naheliegenden Gründen. Jens Klingmann kommt jetzt um die Ecke gefahren und ich denke mal, das wird auch so eine Zeit um die 1,19, 1,20 herum werden. Ja, 1,19,3. Oh, da hat aber im letzten Sektor nochmal ein kleines bisschen angegast. Also da hätte ich ihn jetzt doch eher tendenziell auf eine 1,19 hoch eingetippt. Aber gut, so ist jetzt erstmal diese Zeit für den MRS GT Racing BMW M6 aus dem Hause von Carsten Molitor in die derzeitige vierte Position hineingefahren. Aber jetzt werden sie natürlich allesamt hier auf neue Zeiten kommen. Denn der Rest des Feldes, den wir vorhin angesprochen haben, ist mittlerweile jetzt in den Flying Laps unterwegs. Das wird jetzt noch nicht unbedingt bei den meisten dazu führen, dass sie direkt nach vorne springen. Aber zumindest wird man wissen, dass hier die Angriffsversuche kommen. Maro Engel hat sich in der Box eingefunden und hat sich in selbige zurückgezogen. Also da bin ich mir auch sicher, mit dieser 1:18.488 wird er hoch zufrieden sein. Das war eine heiße Kiste. Da hat aber der Precourt Herbert Motorsport Porsche überhaupt noch gar nicht damit gerechnet, dass da der Schubert BMW angeflogen kam. Und dann hat er gleich noch einen vor der Nase. Und dann hat er gleich den nächsten, genau. Albert Costa Balboa, der Spanier, wird gerade mit Gesamtbestzeit in Sektor 1 vermeldet, mit einer sehr guten Zeit in Sektor 2.
Da würde ich mal sagen, das reicht jetzt gleich locker für die erste Startreihe, vielleicht sogar für die Pole. Noch einmal kurz durchs Gras hindurch. Zweiter Rang, beziehungsweise durch den aufgewirbelten Staub, der dort vor ihm aufgewirbelt wurde. Rang 2 für Albert Costa Balboa, also mit einer 1.18.569 der GRT Grasser Lamborghini, ist damit also auf sehr, sehr gutem Weg. Dries Fantor wird uns eingeblendet. 4 Zehntel fehlen ihm im ersten Sektor, 1 Zehntel fehlen ihm im zweiten Sektor. Das heißt, es deutet sich eine 1.19 tief an und das wäre dann die dritte Startreihe, in der er sich hier möglicherweise platzieren kann, so um Platz 5, 6 herum. Mal schauen, was für den Belgier rauskommt, überqueren des Zielstreches, sogar Rang 3, also zweite Startreihe, weil der dritte Sektor sehr ordentlich war. Hatten wir vorhin den Raffaele Marcello im Knaus HTP Wünnbord Mercedes erwähnt, der ist nämlich in der Zwischenzeit eben auch nach vorne gefahren, ist jetzt nur noch Fünfter, weil er war vorhin kurz Dritter. Christopher Haase im Monterplast bei Land Audi jetzt ohne... dass wir ihn im Bild hatten. Jetzt haben wir den Christopher Mies übrigens gerade im Bild. Christopher Haase mit 1.18.696 auf Platz 3 nach vorne gefahren. Chris Mies ebenfalls im Schwesternauto 1.18.867 auf Platz 6. Also man kann jetzt schon sagen, das Qualifying heute ist tatsächlich, warum auch immer, vielleicht durch die Erfahrungen von gestern, nochmal einen Zacken schneller geworden. Es ist schneller geworden. Das Auto mit der Startnummer 7 steht übrigens unter Beobachtung der Preco Tervet Motorsport Porsche von Sebastian Asch. Das war diese Aktion genau. Mit dem Schubert BMW. Und wer uns jetzt noch fehlt, und das wird jetzt gleich in die Flying Lab hineingehen, ist Kelvin van der Linde. Die Titelverteidiger im Rotronic Audi, während wir in Kurve 1 Yellow Flag Location haben. Ende Startziel. Wir haben noch 5 Minuten. Da oben ist also irgendwas im Bereich Ende Startzielgeraden passiert. Da ist einer rausgeflogen. Maxi Götz kommt in die Box hineingefahren. Auch Kelvin van der Linde direkt rot dahinter und rot kommt. Red Flag ist draußen, aber 5 Minuten, das reicht noch. Da werden wir einen Restart erleben. Aber die Frage ist, wie viele fahren noch raus, weil sie mit dem, was sie bis dato gefahren haben, nicht zufrieden ist. Es ist Sebastian Asch, der nicht nur unter Beobachtung steht, sondern stehen ist das Stichwort. Jetzt steht er auch eingebuddelt im Kies. Sebastian Asch mit der Startnummer 7, auch momentan nur auf der 30. Position. Und da sehen wir, wie er schlicht und ergreifend wahrscheinlich zu spät bremsend dann den Weg ins Kiesbett gefunden hat. Ich weiß nicht, ob es vorher die Berührung gab mit dem Schubert BMW und dann könnte das vielleicht auch eine Ursache sein. Gut, die Szene habe ich nicht gesehen, hast du gesagt, das war ja denkbar knapp, aber wie auch immer, er steht dort auf jeden Fall, jetzt haben wir erstmal rot. Tja, und wir haben zum Beispiel einen im Moment Maxi Götz, der auf der 31. Position steht. Im Moment, wir haben einen Kelvin van der Linde, die mit Tabellenführer, was die Punktezahl angeht, die zweiten in der Tabelle, der Rotronic Audi, der auf Platz 32 steht. Wir haben einen Dennis Marshall, der am Hockenheimring noch ganz nach vorne gefahren ist, der steht im Moment auf Platz 29. Also wir haben da hinten tatsächlich jede Menge Piloten, die wir eigentlich auch deutlich weiter vorne vermutet hätten. Tja, aber hätte Fahrradkette. Für den gestrandeten Sebastian Asch kommt übrigens die Meldung, schwarz-weiß-diagonale Flagge. Gelbe Karte. Genau, die Verwarnung natürlich dann auch, wie gestern angesprochen, Punktesystem nicht zu vergessen, die Strafpunkte, die ja im Laufe einer Saison dann gesammelt werden. Gutes Thema, Formel 1 gibt es dieses Punktesystem ja in ähnlicher Form, 12 Punkte, da musst du einmal aussetzen. Hamilton hat, glaube ich, 11, 10, ist auf jeden Fall ganz nah dran. Und das wäre natürlich dann für ihn aus dieser Betrachtungsweise eine Katastrophe, wenn er einmal aussetzen müsste. Weil ich glaube, das war ja auch der Grund, warum er beim letzten Rennen so auf die Barrikaden gegangen ist, warum man ihm dann doch den Punkt wieder aberkannt hat oder weggenommen hat, den Strafpunkt. So, also man hat zumindest den Precourt Herbert Motorsport Porsche mit der Startnummer 7 jetzt in einen Bereich geschleppt, wo er aus eigener Kraft ganz außen an der Leitplanke entlang rausfahren kann. Jawohl, Auto läuft und ich gehe mal davon aus, da Sebastian Asch jetzt auch den Precourt Herbert Motorsport Porsche den Apparat wieder angeworfen hat, dass er jetzt auch in die Boxengasse reinfahren wird. Also technisches Problem eher nicht, sonst hätte er von vornherein gesagt, du pass auf, lass mal stehen. Ja. Jetzt sollte er tunlichst schauen, dass er nicht die ganzen Kieselsteine auf der Ideallinie verstreut, weil einige hat er sicherlich an Bord des Precourt Porsche. Kommt jetzt dann gleich auch wieder hereingefahren und es wird dann nicht mehr allzu lang dauern, da die Gefahrensituation ja jetzt wirklich bereinigt ist, weil das Auto jetzt im Omega unterwegs ist, dass er dann eben gleich wieder, oder dass wir gleich wieder grüne Ampeln bekommen. Das heißt, dann starten sie die letzten knapp 5 Minuten dieses Qualifying.
Und dann, wie gesagt, wird es da draußen richtig munter werden, denn es fehlen uns eben halt doch einige zu erwartende Piloten. Da gehört sicherlich auch ein Daniel Kalwitz noch mit zu, den man noch mit berücksichtigen darf. Doran Boccolacci, sicherlich auch nicht derjenige, der sich dort hinten ganz freimütig herum bewegt. Ein Sven Müller im Precourt Herbert Motorsport Porsche Teil 2, das Auto mit der 99. Du kannst im Prinzip sagen, Sven, hinter Rahel Frey, sie hat immer noch diese 1.20.390 stehen und ist damit aber auch sehr stolze 1,9 Sekunden weg von dieser Fabelzeit von Maro Engel. Wobei die Fabelzeit jetzt wieder relativiert wurde durch Albert Costa Balboa und Christopher Hase, weil die alle relativ nah dran sind. Aber wir haben dann Zeiten, die sind 3, 4 und 8 und 13 Sekunden weg. Also das heißt, die legen alle definitiv nochmal nach. Und wir haben auch im Moment, und das ist wirklich eine Ausnahmesituation, nur 11 Autos in der berühmten Sekunde. Also hier wird es gleich richtig knallen. Und zwar knallen in Form von schnellen Zeiten und hoffentlich nicht knallen in Form von Auf der Bahn, wird es jetzt gleich wieder zur Sache gehen und die ersten sind schon auf dem Weg. Auch der andere Precourt Herbert Motorsport Porsche mit der Startnummer 99, Sven Müller, momentan nur in der 22. Position, die Zweitplatzierten von gestern. Tja, also macht euch auf was gefasst und zwar auf Zeitenjagd in ganz kurzer Zeit. Und in 30 Sekunden. Das wird ganz knubbelig auf der Strecke. Denn wir haben 9.30 Uhr die angesetzte neue Startzeit und das sind jetzt also exakt dann noch 20 Sekunden, bis die Ampel wieder auf grün springt. Der Schubert BMW, der steht bereits dort unten am Ende der Boxengasse. Der Rest wird dann jetzt gleich folgen und dann wird es richtig munter werden. Ja, Fabelzeit hast du angesprochen. Wenn wir uns die Marken da vorne anschauen, Mercedes, Lamborghini, Audi und Corvette, das sind die ersten vier Positionen derzeit. Fehlen Porsche, da ist der beste Porsche, der mit der Startnummer 18, mit David Jahn. Guck dir das Bild an. So, das ist ja so ein bisschen wie der Ausflug eines, sagen wir nicht Wespen, aber Hornissenschwarms. Ja. Ne? Und dementsprechend, ja, haben einige noch Nachholbedarf und ähnlich sah es ja, glaube ich, auch beim letzten Formel-1-Rennen aus, ne? Als da auch noch einige ganz zum Schluss nochmal nachlegen mussten, weil wir auch eine Rotphase hatten, als Vettel, glaube ich, abgeflogen war in diesem Qualifying. Ja, wie auch immer. Wir konzentrieren uns jetzt auf ganz tollen Motorsport. Da lässt einer schon mal richtig Abstand. Calvin van der Linde. Calvin van der Linde. Das ist der blau-gelb leuchtend gelbe Routronic Audi. Oh, wie ist denn das in der Boxengasse, wenn du... Das Auto mit der Startnummer 10 steht unter Beobachtung, der Schubert BMW. Okay, zu früh losgefahren, zu früh am Ende der Boxengasse aufgestellt. Keine Ahnung. Aber wie ist das? Du darfst ja normalerweise in der Boxengasse nicht verzögern. Calvin van der Linde hat jetzt aber so viel Tempo rausgenommen, noch in der Boxengasse. Oh, da bin da. Boah. Also ich meine, das gilt ja eigentlich im Boxenstopp-Zeitfenster. Ne? Dafür wissen wir ja, dass wir nicht verzögern dürfen in der Boxengasse. Aber ich weiß nicht, in der Fastlane, ist das nicht generell verboten, zu verzögern? Ja, die Frage ist, hat er tatsächlich verzögert oder ist er einfach der stand ja fast. Ja, ist er gleich langsam weitergefahren. Nein, aber wie auch immer. Schauen wir uns natürlich, oder werden wir, wenn das denn verboten wäre, und also diesen Artikel haben wir jetzt beide nicht tatsächlich im Kopf, was das Qualifying anbetrifft, dann werden wir sicherlich auch da eine Information seitens der Rennleitung bekommen. So, die ersten sind da, die mit der großen Frage, hat man es geschafft, in der Kürze der Zeit, in der Kürze dieser ersten Runde, die Reifen auf Temperatur zu bringen? Wir reden ja hier von bei diesen eine Minute und 30, wenn du die Einführungsrunde schnell fährst, von 3600 Meter, kriegst du die Reifen da auf Temperatur, weil Vorheizen der Reifen ist ja nicht erlaubt, ist ja verboten. Tja, und dann brauchst du vielleicht dann doch die zwei Runden und dann wird es schon mal wieder eng. Aber wir schauen einfach mal. Jesse Krohn ist beispielsweise im Schubert BMW der erste gewesen, der rausgefahren ist, hat jetzt einen Herstellerkollegen vor sich, nämlich Jens Klingmann. Der war in der Anfangsphase mal Vierter, dann ist er zurückgereicht worden auf 11, damit immer noch bester BMW. Ein Sebastian Morris übrigens im Bentley, wirklich beachtlich. Im Moment noch auf der 13. Position, aber da kommen noch einige. Da kommen noch einige Zeiten, die ihn da sicherlich das Leben schwer machen. Wenn er denn dann am Ende des Tages in den Top 20 ist, dann und selber nicht mehr nachlegen kann, vorausgesetzt er kann selber nicht mehr nachlegen, dann... Wird aber schwer mit der Top 20 bei 1,1 Sekunden Rückstand. Ja. Ist dann relativ unwahrscheinlich. Mal sehen, wo die ersten Zeiten herkommen. Vielleicht von einem Tim Zimmermann, GRT Grasser Racing, Lamborghini. Jesse Krohn schiebt sich erstmal in die 12. Position. Ja, 1.19.5. Hier haben wir den orangefarbenen. Da sind die beiden Grasser Lambos direkt hintereinander. Grün vorneweg ist Albert Costa Balboa, das ist der Spanier. Dahinter Tim Zimmermann. Aha, schau an, 5. Position. Sven Müller.
Und Sven Müller, genau. Sven Müller katapultiert sich als erster deutlich nach vorne. Dann Dorian Boccolacci, du hast es ja gesagt, ob er damit zufrieden ist. Die Antwort ist ganz klar, nein. Ist jetzt Zehnter. Sven Müller auf Platz 6. Porsche und Boccolacci im Zackspeed BKK Mobil All Racing. Wir haben gerade eben Stefan Mücke gesehen. Jetzt sehen wir Kelvin van der Linde im Rutronic Racing Audi. Mhm. 1,20,8 ist jetzt noch nicht unbedingt der Sprung in die besten Regionen. Und Maxi Götz, ja gut, verbessert sich auf Platz 27. Ja. Also auch übrigens für die beiden, das darf man wohl auch sagen, eine Saison, die noch nicht nach den Vorstellungen und nach den Wünschen läuft. Für Indy Donce und für Maxi Götz in der Mamba, im Mannfilter HTP Bündner Mercedes. Aber sowohl van der Linde wie auch Götz haben beide die Option noch auf eine weitere schnelle Runde. Wer ist da gerade nach vorne gesprungen? Christopher Hase. Wir haben Christopher Hase im Bild. Ja, der ist, ja genau, aber den größten Sprung hatte wohl Frederik Verwisch gerade gemacht. Ja, aber Hase war flott unterwegs, aber es reichte nicht für ihn, um sich nochmal zu verbessern. Ist ja ohnehin schon auf Platz 3. Frederik Verwisch, warst du den? Auf 10, glaube ich, war es. Aber Sven Müller kommt jetzt über den Zielstrich gefahren und springt auf 5. Müller auf 5, Verwisch ist 8er. Was heißt springt auf 5? Müller war ja, glaube ich, 5er, ne? Ja. Hat sich aber verbessert, genau. Nochmal eine Zeitverbesserung. Jetzt kommt Daniel Kalwitz. Was kann denn Daniel Kalwitz im Zackspeed Mercedes? Springt auf die 12. Position. 1,19,174. Marschall, Gesamtbestzeit im längsten Sektor, nämlich Sektor 1, 40,7. 17,0 im zweiten Sektor. Leute, hier bahnt sich jetzt gerade wieder eine kleine Überraschung an. Wenn dieser dritte Sektor passt, haben wir einen neuen Polesetter. Der Typ ist kommt, so stark. Das ist unfassbar. Dennis Marschall kommt jetzt in die letzte Kurve hinein, Turn 13 auf die Start- und Zielgerade, geht über den Zielstrich und die Uhr steht bei 1,18,293. Polezeit für Dennis Marschall, der bügelt Baro Engel. Und Kelvin van der Linde kurz davor in die vierte Position nach vorne gefahren. Schon wieder ein unglaubliches Ergebnis für Rutronic Racing. Die sind einfach immer auf den Punkt, auf die Sekunde genau 100% fit konzentriert und das passt halt einfach momentan. Ja, Harmonie im Team. Ja. Ich will nicht sagen, dass die anderen keine Harmonie haben, um Gottes Willen, aber das gehört dazu. Und siehst du, das Training übrigens beendet. Dennis Marschall fährt eine neue, absolute Bestzeit und damit hat sicherlich an Maro Engel auch nicht gerechnet. 1,18,294. Audi, Mercedes, Lamborghini, zweimal drei, Audi. Hast du noch einen auf der Rechnung? Ich sage dir, Kelvin van der Linde fährt in die erste Startreihe und dann haben wir eine Rutronic-Reihe 1 mit Dennis Marschall und Kelvin van der Linde. Mal schauen, was der Südafrikaner da hinbekommt. Geht jetzt in Kurve 12 raus, auf die kurze Gerade, dann Kurve 13 rein auf die Start- und Zielgerade. Van der Linde kommt über den Zielstrich gefahren und die Uhr steht bei 1,18,561, dritte Position. Knapp dran vorbei, um 0,07 Sekunden an der ersten Startreihe vorbeigefahren. Und somit stehen die beiden Rutronic Audis in einer Reihe, aber hintereinander. Aber hintereinander, ja. Genau. Boah, war das nochmal ein enges Höschen hier in diesem Qualifying. Unglaublich. Jetzt sollten wir sie alle eingesammelt haben und sagen einfach nur, hey Dennis, Glückwunsch. Ja. Ja. Wirklich phänomenale Leistung. In der Kürze der Zeit hat er wirklich alle Konzentration gesammelt und ein richtig perfektes Auto in die Pole Position gefahren. Zum zweiten Mal hintereinander für ihn mit Hockenheim. Mhm. Und dementsprechend hat er diese Form einfach nur schlicht und ergreifend bestätigt. Dennis Marschall, 1,18,293. Heute am Morgen, das heißt Pole Position für den Rutronic Audi. Dahinter dann Maro Engel, damit werden sie leben können. Die Tabellenführer im Talksport Mercedes, somit Reihe 1, Marschall und Engel. Dahinter in der zweiten Reihe der nächste Rutronic Audi mit Kelvin van der Linde als Drittplatziertem und Albert Costa Balbura, der GRT Grasser Lamborghini, auf Startplatz Nummer 4. Drittbester Audi, das muss man sich vorstellen im Vergleich zum gestrigen Trainingstag, auf Rang 5. Christopher Hase im Montaplast bei Land Audi und daneben dann, das freut uns auch, Jeffrey Schmidt in der Callaway Competition Corvette. Sven Müller ist noch auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze und wird aus der vierten Startreihe der siebten Startposition das Rennen in Angriff nehmen, mit Tim Zimmermann im zweiten GRT Grasser Racing flankiert in Reihe 4. Audi-Reihe, dann die fünfte mit Dries Fantor und Frederik Verwisch, beide WRT-Audis auf der Position 9 und 10.
Der Land Audi mit Christopher Mies in der 11. Position und der Knaus HTP Windward Mercedes mit der 48. Das ist Raffaele Marcello. Der steht in der 12. Position, unsere 6. Startreihe. Maxi Götz hat sich auch nochmal deutlich verbessern können, ist jetzt auf Platz 13 im Mannfilter Mercedes und auf der 14. Position. Und damit beschließt Dorian Boccolacci mit dem Zackspeed Mercedes die 7. Reihe. 8. Reihe nehmen wir dann gerne noch mit. Daniel Kalwitz und David Jahn werden aus der 15. und 16. Position das Rennen in Angriff nehmen. Tja, Frank, das war ein Qualifying, wie wir es gerne gesehen haben, auch wenn die rote Flagge da am Ende dann nochmal eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat. Trotzdem, das Drama an sich, das war, mit Verlaub gesagt, war sogar die rote Flagge wert. Definitiv, muss man sagen. Übrigens, sei noch ganz kurz gesagt, Philipp Frommwieler hat man eine schnelle Rundenzeit gestrichen und auch dem Schubert BMW mit der Startnummer 10, dem Auto, in dem Jesse Krohn am Lenkrad gedreht hat. Hier sehen wir die Highlights. Ja, die sehr früh gesetzte Zeit von Mauro Engel haben wir nichts genutzt. Jetzt ist nochmal die Aktion hier gesehen, wo auch der Precourt Herbert Motorsport Porsche verwarnt wurde. Im Endeffekt war es eine phänomenale Trainingsrunde für Dennis Marschall. Und es gab definitiv keine Berührung. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Das war's also vom Qualifying des ADAC GT Masters. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. 13.05 Uhr die Startzeit heute Mittag. Ab 13 Uhr ist der Stream dann auch wieder on. Macht's gut, habt viel Spaß und hier geht's bei uns gleich weiter mit der ADAC GT4 Germany. In diesem Sinne, bis später.